Licht wird eine Schlüsselrolle in der IT der Zukunft einnehmen. Neben einer enormen Bandbreite und geringen Schaltzeiten weist Licht robuste Quanteneigenschaften auf, die für eine sichere Datenübertragung genutzt werden können. Um diese Konzepte vom Labortisch in die Anwendung zu bringen, müssen optische Elemente miniaturisiert werden. Licht besteht aus Photonen. Das sind Lichtteilchen und jedes dieser Lichtteilchen hat einen Spin. Das bedeutet, es hat eine Händigkeit. Der Spin kann plus oder minus 1 sein und diese Händigkeit entspricht dem Drehsinn von klassischem zirkular polarisierten Licht. Um jetzt Licht mit einem Drehsinn nachzuweisen oder eben den Spin eines einzelnen Photons, kann es helfen, wenn man winzige Strukturen hat, die ebenfalls eine Händigkeit haben. Das typische Beispiel für eine Struktur mit einer Händigkeit ist eine Helix, also eine Schraubenlinie. Und interessanterweise, wenn man diese Helix so klein macht, dass sie so klein wie die Wellenlänge des Lichtes ist oder noch kleiner und sie dann auch noch aus Metall ist, dann kann sie sowohl den Spin nachweisen, als auch eben als extrem effiziente Antenne wirken und Licht ins Fernfeld wieder abstrahlen. Wir wollen natürlich verstehen, wie unsere Helices auf Licht reagieren. Und um das zu verstehen, kann man zum Beispiel das ganze Problem in einen Computer füttern und es versuchen mit Numerik zu lösen. Wenn man das macht, dann kann man numerisch die Veränderung der Ladungsverteilung an den Oberflächen sich darstellen lassen. Man kann schauen, wie diese Helix streut und man kriegt auch die entsprechenden Spektren raus. Aber wirklich verstehen, warum das funktioniert und unter welchen Bedingungen das gut funktioniert, können wir daraus nicht. Die Frage ist also, warum lässt sich eine Helix, die zum Beispiel rechtshändig ist, manchmal sehr gut anregen mit rechtshändigem Licht, manchmal aber auch mit linkshändigem Licht. Was wir gemacht haben, ist, dass wir Papier und Bleistift zur Hand genommen haben und verstehen wollten, wie der Mechanismus der Anregung funktioniert. Das ließ sich dann tatsächlich mit Papier und Bleistift, also analytisch, lösen. Und das Schöne ist, dass wir daraus ein sogenanntes Design-Tool entwickeln konnten, anhand dessen man sich jetzt Helices, also solche Nanoantennen, mit einer gewünschten Antwort herstellen kann. Basierend auf unserem Design-Tool haben wir tatsächlich solche Helices hergestellt und die optische Antwort ist genauso, wie wir das uns vorher überlegt haben für das Design. Wenn man das nun so hat, dann ist es auch interessant, dieses Tool für andere Wissenschaftler zur Verfügung zu stellen, denn dann kann man diese Helices für bestimmte Aufgaben, zum Beispiel auf so einem winzigen optischen Chip, gezielt herstellen, um sie zu koppeln, entweder an andere kleine Lichtquellen, sogenannte Quantenemitter, oder sie auch zum Beispiel an Wellenleiter zu koppeln und damit miniaturisierte optische Schaltkreise zu realisieren.